Aus was wird eigentlich mein Kopfhörer gemacht? Und was macht, dass er eigentlich so gut hält, wie er hält? Erstaunlich lange. Für einen Kopfhörer, jedenfalls für einen meiner Kopfhörer. Guten Abend, willkommen zu Forschungsstrom. Der erste Wissenschaftsschnack mit mir alleine und ich bin maximal nervös. Ja, hallo an Aaron, hallo an Henning, ihr seid ja schon da. Auch hallo, Mr. Prosser. Heute ist ein spontaner Forschungsstrom. Alles ein bisschen anders. Das Erste, was hier nämlich auffällt, ist, ich bin wirklich sehr alleine. Henning, Lambert. Sonst habe ich immer jemanden mit hier, so mit Reden und Unterhalten und Interaktion, aber das fehlt mir jetzt. Das fehlt mir jetzt, weil hier ist kein Henning und kein Lambert. Dafür machen wir heute etwas ganz anderes, was auf diesem Kanal bisher noch nicht passiert ist. Ich zocke. Nicht, dass ich das nicht überall sonst dauernd tun würde, aber hier auf diesem Kanal habe ich bisher noch nie gezockt. Aber es hat auch einen Anlass, warum ich heute hier was zocke und warum ich das auf Forschungsstrom tue, denn es ist ein Game, das was mit Forschung zu tun hat. So, in dem Sinne, guten Abend, Professor Bonnet. ja, willkommen an alle, die da sind, egal auf welchem Kanal, Twitch oder YouTube. Ich habe einfach mal beide Channels eingeschaltet und stream zu beidem. Ihr könnt also bei beidem zuschauen, bei beidem kommentieren und mit mir interagieren. Und ich hoffe, ihr helft mir bei diesem Spiel, das wir jetzt spielen. Und ich würde mal sagen, ich versuche jetzt erstmal, es ist hier etwas komplizierter. Gaming mache ich normalerweise ja über mein eigenes Setup, aber jetzt bin ich im Forschungsstrom-Setup. Also machen wir das über das Forschungsstrom-Setup. So, als erstes möchte ich mal kurz darüber reden, was ich eigentlich zocke und warum ich das eigentlich zocke. So. Ihr müsstet jetzt theoretisch viel zu klein, richtig groß, die Webseite der TH Köln sehen. Und zwar eine aktuelle Pressemitteilung der TH Köln. Und wir zocken heute hier, weil ein Game, das von Mitarbeitenden und Forschenden der Hochschule, der Technischen Hochschule Köln entwickelt wurde, den Best Serious Game Award gewonnen hat. Das ist eine Gratulation wert. Gratulation, herzlichen Glückwunsch, Respekt. Und wenn so ein Spiel gewinnt und es geht um Wissenschaft und es geht um Gaming, dann muss ich das spielen. Tut mir total leid. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir finden heute raus, ob Point-and-Click-Erfahrung fehlende Kenntnisse in Werkstoffkunde ersetzen kann. Gut, zugegebenermaßen, ich bin nicht ganz Laien, aber ziemlich viel. So, das Spiel, seht ihr schon, das heißt Welten der Werkstoffe. Hat den Deutschen Computerspielpreis eben in der Kategorie Serious Game gewonnen. Und ja, wünscht mir Glück. Wünscht mir Glück. Ja, dann doch lieber auf YouTube. Dann würde ich aber ganz kurz sagen, einmal willkommen an den Mitschöpfer dieses Spiels. Gucken wir mal, wie weit ich als Laien komme. Wie gesagt, ich muss zugeben, ich bin nicht ganz Laien, aber fast. Ich poste mal gerade den Link zur Pressemitteilung einfach mal in die Runde, falls jemand da Interesse dran hat. Da gibt es ja auch den Link zum Download, zum selber spielen. Bedient euch, das Spiel ist kostenfrei und kann gestartet werden. Jetzt ist hier was so. Ich kann mir die Ergebnisse auf meine Werkstoffkunde-Klausur anrechnen lassen. Hatte ich nie eine. Ja, also ich habe zugegebenermaßen Physik studiert. Das heißt, ich habe zumindest grob mal was davon gehört. Ich weiß, was Sintering bedeutet. Ich hatte da mal Vorlesungen drin, aber meine Kenntnisse sind begrenzt bis völlig eingerostet. Ich habe aber über 6 Jahre meines Lebens als Fachreferentin in einer akademischen Bibliothek verbracht, im Forschungszentrum Jülich und war dort unter anderem auch zuständig für die Materialwissenschaften. Ich weiß zumindest, was die Jülicher so in Sachen Materialwissenschaften machen. Aber jetzt fragt mich nicht,
wie es konkret funktioniert. Und ich hoffe, nach diesem Spiel heute habe ich voll die Ahnung und ich bin die Expertin. So, jetzt muss ich euch mal nach hier drüben schieben. Ihr kennt das, wie beim anderen Streaming-Setup. Wenn ich nach da gucke, gucke ich zu euch in den Chat. Und hier setze ich jetzt erstmal das Spiel auf, das bedauerlicherweise keinen Fullscreen-Mode hat. Deswegen muss ich euch meinen ganzen Bildschirm freigeben. Ist aber auch wichtig, das zu tun, denn ich kann hier nicht den Sound abgrappen ohne Fullscreen-Sharing. So, dann sage ich guten Abend, MG versus MG versus. War das korrekt? Wie funktioniert das konkret, Claudia? Was funktioniert wie konkret? Werkstoffe? Das Spiel? Also das Spiel kann man sich runterladen. Über den Link gibt es eine Version für im Browser zocken. Das habe ich versucht. Das hat bei mir nicht funktioniert. Dafür ist vielleicht meine Internetverbindung zu schwach auf der Brust oder sonst was. Und ihr könnt euch das Spiel aber auch runterladen. Das habe ich jetzt gemacht und könnt es als lokale Installation spielen. Ihr müsst nicht installieren. Das ist tatsächlich eine ausführbare Datei. Mein Computer hat gesagt, möchtest du wirklich diese durchaus dubios aussehende Datei starten? Aber ich habe den Kollegen der TH Köln geglaubt und habe es gestartet. Und bisher ist nichts kaputt gegangen. Mal gucken. Materialwissenschaft, wie das funktioniert. Naja, du nimmst ein Material und versuchst es kaputt zu machen. Nein, ich erkläre es besser nicht. Wir lassen uns das jetzt erklären, Leute. So, ich share jetzt meinen Bildschirm. Das heißt auch wirklich meinen ganzen Bildschirm. Und ich hoffe, dann klappt auch die Audioübertragung gut. Ach ja, meine Twitch-Kollegen im Chat wissen schon genau, was los ist. Kaputt. Ich habe noch nie was kaputt gemacht. Wer mir auf meinen anderen Twitch-Kanal folgt und mich vom Game her kennt, der weiß, ich mache alles kaputt. Und ich hoffe, ich mache dieses Game jetzt nicht kaputt. Ich hoffe so sehr, ich mache dieses Game jetzt nicht kaputt. Ich entschuldige mich schon vorab bei den KollegInnen, wenn ich das Game kaputt mache. So, welcome to the game. Oh, der rote Hintergrund ist ein bisschen krass, oder? Oh, das finde ich ein bisschen heftig. Lasst mal zumindest ein bisschen dezenter werden. So. That's the game. Und ich hoffe, ihr könnt auch gleich den Sound hören. Noch ist kein Sound da, aber gleich müsste es einen geben. So. Skudele. Also, Matrikelnummer eingeben. Wie Aaron schon angemerkt hat, könnte ich mir jetzt diesen Gaming Adventure Spaß auf meine Klausur anrechnen lassen. Ich bin allerdings nicht eingeschrieben an der Technischen Hochschule Köln als Studierende. Deswegen fahre ich ohne Matrikelnummer fort. Die Kommentare hier übrigens sind sehr schön. Bla, 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 bla. Das, I agree. Und mein Schreibtisch sieht so ähnlich aus. So. Prüfen Stress easy. Ja. Ich höre nichts. Hört ihr etwas? Stopp. Huch. Durchgefallen. Eigentlich ist Professor Bunny doch ein ganz netter. Was war nun mit dieser Prüfung los? Ich hoffe, er ist im Büro und kann mir das erklären. Okay, gut. Ich musste kurz erschrecken. Also wahrscheinlich hätte er mir jetzt noch eine schöne Geschichte erzählt. Ich überlege, ob ich nochmal zurückspulen kann und mir die Geschichte anhören kann. Ich glaube, das war tatsächlich eine tonlose Geschichte. Das bin ich nicht gewohnt. Soll ich nochmal neu starten? Wollen wir uns die Geschichte am Anfang anhören? Ich würde sagen, ja, oder? Moment, Sekunde. Also was heißt anhören? Durchlesen. Ja, ne? Finde ich auch. Finde ich absolut auch. Wenn, dann wollen wir das ganze Erlebnis. Ich bin auch das schon vorab nicht die geduldigste aller Spielerinnen. Ich klicke mehr, als ich gucke. Auch das wird gerne angemeckert. Es gibt hier leider keine Stream-Sounds wie bei meinem anderen Spielen, aber bei meinem anderen Stream-Kanal, aber ihr müsst auch ohne auskommen. So, das Spiel lädt freudig vor sich hin. Jetzt seht ihr aber hier unten meinen, naja, da müsst ihr jetzt mit leben. Hallo Phil, aber Geschichte unbedingt lesen, dachte ich mir, Herr Bonnet, da schaue ich mir das doch an. Es lädt aber noch. Da müssen wir noch ein Sekündchen warten.
immer die intelligenten Kommentare. Mitlesen statt anhören. Korrekt. Da, also wenn gleich das Spiel startet, müsst ihr mitlesen anstatt anhören. Aber irgendwie lädt es gerade noch nicht so wirklich. Ne? Da wären wir wieder. Kriege ich jetzt noch hier unten meinen Screen weg, damit ihr das euch nicht angucken müsst. Moment, Sekunde. Ich glaube, I'm not so sure. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Nein, habe ich nicht. Okay. Ach, Leute, ich liebe es. Ich liebe es, wenn ihr mir dabei zugucken könnt, wie ich Dinge kaputt mache. Ich mache ja nie Dinge kaputt. So, nochmal. Nächster Versuch. Ohne Matrikelnummer und jetzt bitte alle mitlesen. Prüfungsstress easy, beziehungsweise ich lese euch natürlich vor. Wussten Sie eigentlich, dass momentan auf Ihnen allen in etwa 2,5 Tonnen Atmosphäre lasten? Ja, als Meteorologin wusste ich das. Das ist eine Menge Druck. Aber ich kann Ihnen versichern, in den nächsten 120 Minuten Klausur Werkstofftechnik wird dies nicht der größte Druck sein. I feel you. I feel you. Okay, ich meine, Lache war vielleicht nicht angemessen. Durchgefallen. Okay. Eigentlich ist Professor Bunny doch ein ganz netter. Was war nur mit dieser Prüfung los? Ich hoffe, er ist im Büro und kann mir das erklären. Okay, zum Benutzen von Objekten einfach links klicken, zum Beispiel auf diesen Türgriff. Professor Bonnet, hier ist Nicole Nickel. Ich wollte mit Ihnen kurz über die Werkstofftechnik-Klausur sprechen. Gibt es die Option, wegzurennen? Nein, okay. Wow, dann gehen wir da rein. Ich sehe besser nach, ob alles in Ordnung ist. Professor, ist alles in Ordnung? Hallo? Mit einem Rechtsklick kann man sich Objekte genauer anschauen. Probier es mal mit dem Schrank. Hallo? Können wir ganz kurz, bevor wir das tun, das... Ja, ist ja gut. Wir lassen Sie noch ganz kurz. Bleiben Sie nur ganz, ganz kurz auf den Weg. Leute, guckt euch das Büro an. Die Quietscheente finde ich ja das eine. Hallo? Ja, wir kommen gleich. hier, den Kettleball, Kopfhörer... Batterien. Oh, hier ist, glaube ich, mein Rucksack. Da ist noch nichts drin. Schade. Hallo? Sollen wir ihn retten? Employee of the Month. Ach, sieh an. Periodensystem der Element. Mhm. Ja, gut, komm. Wir gehen mal gucken. Was haben wir hier? Frau Nicke? Hallo? Sind Sie es? Professor Bonnet? Ja, ich bin es. Was ist denn hier los? Man hat mich hier eingesperrt. Sie müssen mir helfen. Was ist das für ein seltsames Schloss? Und wie bekomme ich es auf? Es scheint sich um ein futuristisches Metallanalyseschloss zu handeln. Ein was? Ein futuristisches Metallanalyseschloss. Ein ganz normales FMA-Schloss eben. Um es zu öffnen, brauchen Sie eine Legierung aus 10 Teilen verschiedener Metalle. Welche das sind, weiß wohl nur der Schurke, der mich hier eingesperrt hat. Wer war das? Wo ist der hin? Wie sah er aus? Leider kann ich Ihnen nicht viel sagen. Ich wurde von hinten überwältigt. Der Typ war in etwa so groß wie ich und er hat irgendwas an meinem Computer gemacht. Mehr weiß ich nicht. Ach, und es kam mir sehr komisch vor. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Ich könnte schwören, als ich meine Bürotür nicht mehr gehört habe, bis Sie hier hereingekommen sind. Wenn also außer Ihnen gerade niemand in meinem Büro ist, muss der Schuft irgendwo anders hin verschwunden sein. In Ordnung. Ich muss herausfinden, wer Sie hier eingesperrt hat. Dafür muss ich erst mal klären, wo der Täter hin ist. Am besten untersuche ich eingehend den Tatort. Besser bekannt als das chaotischste Büro der Welt. Was haben Sie gesagt? Nichts. Ich hole Sie da raus, Professor. 10 Teile Metall für eine Legierung, die das Schloss öffnet? Die finde ich doch im Nu. Ich sollte mir den Computer genauer angucken. Das chaotischste Büro der Welt. Dazu muss ich euch ganz schnell, damit es auch alle sehen, das Büro, das den Kommentar von Professor Bonnet aus YouTube einblenden. Ah ja,
Wissen wir Bescheid, aber ich bin ja nicht besser. Ich mache nie Kameraschwenks über diesen Bereich in meinem Wohnung. Ja, so ein Büro. Okay. Das hier ist eine gute Frage. Es ist normal, dass man Profs einsperrt. Ich hoffe nicht. In meinem Büro gäbe es aber theoretisch auch einen dafür passenden Schrank. But I hope not. Okay. Wir sollen uns hier Computer ansehen. Ihr kennt mich von meinem Gaming-Kanal eher so, dass ich nicht das tue, was man mir sagt. Bin mir nicht sicher, ob das für das ein Lernspiel der sinnvollste Taktik ist, aber trotzdem gucke ich erstmal rum. Mein Büro sieht tatsächlich nur wegen Homeoffice noch nicht so aus in Köln. Das stimmt. Okay, wir haben hier ein ganz normales Periodensystem. Hier haben wir den Employee of the Month. Kann ich damit was tun? Okay, kann ich die Quietsche-Ente nehmen? Oh, BVB. Ein BVB Osterei? Ist das ein BVB Osterei? Okay, ich gucke mir den Computer an. Hier scheint die Maus zu fehlen. Ja gut, die Maus liegt hier, die habe ich schon gesehen. Ich nehme die mal besser mit. Komisch. Die LED der Maus leuchtet nicht. Da scheint die Batterie leer zu sein. Ha! Frau Nickel packt alle Gegenstände, die sie findet, in ihren Rucksack. Schau doch mal rein, indem du das Symbol unten links klickst. Alles klar. Und ich sehe schon hier die Batterien. Hoffentlich haben die noch Restladung. Was? Moment, ist es üblich, dass man ProfessorInnen einsperrt? Oh mein Gott! Manchmal muss man Objekte miteinander verbinden. Das geht direkt im Inventar. Hier einfach ein Objekt aus dem Rucksack auf ein anderes. Ah, great. Aha! Maus hat keine Batterien. Nicole tut Batterien in Maus. Maus funktioniert wieder. Nicole ist ein Genie. Ba-bam. Ganz mein Geschmack, diese Studierende. Ich sollte die Maus anschließen. Mist, der Computer ist passwortgeschützt. Mal sehen, ob ich hier irgendwo einen Hinweis auf das Passwort finde. Okay. Passwort. Zusammengefalteter Zettel. Mal sehen, was wir hier haben. Kann ich mir das angucken? Ein Zettel mit einer Reihe von Zahlen. Ich frage mich, was sie bedeuten. Nicole Nickel ist echt ein schöner Name, das stimmt. Pass. Ah. Moment. Das wichtigste Utensil der Gamerin mit Point and Click. Ein Stift. Ein Block, auf dem noch wichtige Angaben zur Vertretungsregelung für welche Vorlesungen stehen. Passwort. 5844161418. Letztes Zeichen streichen. Okay. Ich gehe davon aus, ich soll mir das Periodensystem der Elemente ansehen und die entsprechenden Dinge anschauen. Oh Gott, wissen wir denn auch noch was? 5 ist Bohr, okay. 8 ist Sauerstoff. 44, Gott, da hört es bei mir aber wirklich auf. Ruthenium, ha. 16, Schwefel. 14, Silizium. Und die 18 ist Argon. Ich soll aber den letzten Buchstaben streichen. Das macht... Das macht Borussia. Das macht Borussia. Der Professor im Spind eingesperrt hat den Computer benutzt und ist dann sang- und klanglos verschwunden. Was hat es damit bloß auf sich? Spielen wir jetzt Portal? Oh, der Sound ist gut. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich auf Forschungsstrom wirklich zocke. Von daher ist es auch sehr witzig gerade für mich. Vielleicht ein Schalke-Fan, meinst du? Ja, kann. Ich würde sagen, ist ein guter Hinweis. Könnte ein Schalke-Fan sein. Mit Borussia als Passwort und als Anhänger an dem Baum. Ah, I agree.
Das dauert nicht lange. Ich lasse es sofort in Professor Bonnets Büro liefern. What? Okay, Moment. Wohin? Ah, jetzt. Hallo? Wer bist du? Und was machst du an Professor Bonnets Computer? Hi, ich bin Nicole. Ich soll etwas für ihn erledigen. Er benötigt eine ganz bestimmte Legierung. Einschmelzen bekomme ich easy hin. Was brauchst du? Okay, offensichtlich sind das die 10, naja, 9, denn das letzte ist offensichtlich ein V. Legierung, die... Oh mein Gott. Okay, well, I think... Wohin? Oh, I think we can do it. About. Projektleitung. Ah, ach so, das ist die... Wer hat's gemacht? Aha. I am impressed. Okay. I mean, let's go. Ziel. Ah. Ja, Legierung 1, ne? Ich bin doch nicht irre. Ich hüpfe da jetzt in kein Pott. Ja, komm. Let's get into Portal. Let's get into... Diese. Oh nein, ich hab's weggeklickt. Verdammt. Also, daran werde ich mich erst noch gewöhnen müssen. Aha. Multiversum, wusste ich's doch. Wie sieht's denn hier aus? Ich bin wohl in Tiger Woods Büro gelandet. Sporttrophäen, Golftaschen, so viele Urlaubsfotos. Wohl ein ganz fleißiger. Das ist doch der gute Professor in Jung. Ich sehe doch hier den BVB-Anhänger. Hier haben wir auch was Interessantes, aber... Metallball mit HDP-Gitterstruktur. Metallball mit KRZ-Gitterstruktur. Metallball mit KFZ-Gitterstruktur. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Eine Golftrophäe. Mitarbeiter des Monats. Noch mehr Golftrophäen. Wow, sehr viele Golftrophäen. Golftasche. Ich brauche eine passende Metallstange, um einen Golfschläger zusammenzubauen. Ich brauche die Golftasche des Professors. Er hat wohl aus Verzweiflung schon die ganzen Schläger auseinandergebaut. Hier sind nur Golfschlägergriffe und Köpfe drin. Okay, ich brauche also eine Stange. Er wirkt wirklich schwer beschäftigt. Sehr. Okay. Aha, so komme ich also zurück. Nein, das möchte ich ja noch nicht. Mach das wieder aus. Ich sollte es lieber schließen. Ja. Nicht, dass noch jemand durchfällt. Richtig, gehen wir mal zum Labor. Oder soll ich erstmal die Nickelbälle da? Das kann doch nicht wahr sein. So komme ich nie zu meinem Birdie. Dieser schnurrbebartete Wichtigtuer kommt hier rein und glaubt, mir in Sachen Golf was vormachen zu können. Mir? Im Golf? Das nennen die Golfskills? Dem zeige ich Golfskills. Aber er sah schon gut aus, muss man ihm lassen. Bis auf diesen albernen Schnurrbart, versteht sich. Da hat er sich mit dem Falschen angelegt. Ah, Professor Bonnet. Aha. Golfspielende Professorin, da haben wir es wieder. Ja, es ist... Oh, ich habe einen Magneten geklaut. Entschuldigung. Ich muss eine Zugprobe oder ähnliches hier einspannen. Coole Idee. Okay. Es ist nicht wirklich überraschend leer. Professor Bonnet. Paar spielen Sie? Paar excellent spiele ich. Paar auf die Nusskanne haben. Nicht zu glauben, dieser überhebliche Schnösel. Okay, das war nicht sehr hilfreich. Hä? Was? Er stört. Was wollen Sie? Nicole Nickel, Herr Professor.
Ich bin hier, weil... Jetzt hören Sie mal zu, Frau Kupfer. Ich habe gerade leider alle Hände voll zu tun. Projekte, Meetings, Projekte, nur zu tun, Sie verstehen. Und jetzt husch, husch, zurück zum Studium. Eine Studentin. Sie können ja nicht den ganzen Tag herumfaulenzen. Ich habe Ihnen allen doch erst kürzlich Ihre Projekte zugewiesen. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich an meinen Assistenten. Professor. Na schön. Wenn Sie mir unbedingt helfen wollen, dann seien Sie doch so gut und sehen Sie sich mal meine Golfschläge an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie alle genau 22% zu kurz sein können. Genau 22%? Genau 22%. Es gibt wohl ein Material, das sich unter einer Zugprüfung genau 22% verlängert. Okay, frag nur. Zur Abstellkammer. Zur Abstellkammer. That's true. Oh, da ist der Typ. Da ist der Typ. Der Typ, der hier einschmilzt, den gab es wohl damals schon. Wissenschaftlicher Mitarbeiter. In so einem. That's how I felt. Oh, hier. Mhm. True, true, true. Hallo. Oh, hallo. Ja, genau. Das Gitter ist orthorhombisch. Moment mal gerade. Ja? Hättest du eventuell... Keine Zeit, keine Zeit. Ich muss das alles noch kontrollieren. Klausuren, Hausaufgaben und Projekte. So viele Projekte. Jeden Tag kommen hier 20 neue Projektdokumentationen reingeflogen. Das muss ich alles noch kontrollieren. I get that feeling. Die Härte? Primär abhängig vom Kohlenstoffgehalt der Legierung. Und vom Martensitgehalt. Der Arme. Sieht so aus, als hätte der Professor einfach alles auf seinen Assistenten abgeladen. Vielleicht kann ich ihm helfen. Die Augenringe sind super realistisch. Hier, kann ich ihm helfen? Oh nein, dann geht nein, einfach nein, das Telefon wieder. Man sieht nie vier weiße Krokodile. Keine Zeit, keine Zeit. Ich muss das alles noch kontrollieren. Wie? Ja, Schutz vor Lochkorrosion bietet das Legieren mit Molybden. Ich sollte ihm mit den Hausaufgaben helfen. Einfach mal die Hausaufgaben. Wie schwer kann es schon sein, ein paar Hausaufgaben zu kontrollieren? Ich sollte die Fehler anstreichen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Benennen Sie den jeweiligen Gitterfehler. Lücke, Leerstelle. Ja, zwei Versetzungen. Ja, sieht gut aus. Drei Fehlatom finde ich auch korrekt. Bei welcher Art von Kristallen treten Gitterfehler auf? Um welchen Typ von Gitterfehler handelt es sich jeweils? Eindimensionale Linien, nulldimensional, nulldimensional, jeweils bei was? Kann ich das scrollen? Huch, nein, wollte ich nicht. Puh. Achso, eins ist eine Lücke. Lücke, Leerstelle ist doch keine. Ich habe keine Ahnung. I have no clue. Ob es wichtig ist, dass ich es richtig korrigiere? Ja, Aaron, dann nehme ich doch mal das Filatom. Zu viel gesoffen. Okay. Ich sollte überprüfen, ob das wirklich alles richtig ist. Okay, dann für Petra ist das schon richtig wahrscheinlich, aber für mich nicht. Ich frage mich, was nulldimensional heißt. Also bei eindimensionalen Linie würde ich mich jetzt wundern, weil das, wenn das jetzt wirklich sich auf Lücke, Leerstelle sich darauf bezieht, dann ist eindimensionale Linie jetzt für mich erstmal so nicht zu verstehen, weil hier ist doch ein Atom zu viel. Also hier ist eins zu viel, hier ist eins zu wenig und das hier ist irgendwie kaputt. Ha, da kommen die Tipps vom Professor. Okay, ich mach das mal. So, let's see. Okay, jetzt ist soweit alles richtig. Hier ist soweit alles richtig. Was?
Substitutionsatom. Ah, yes, Substitutionsatom. Idealkristalle? Nein, 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 nein. Idealerweise haben die keine Gitterfeder. Leerstellen sind nulldimensional. Ah, okay, dann ist ja das hier schon mal recht, wobei Punkt. Ja, okay, dreidimensional Würfel bei einer Versetzung. Okay, nulldimensional Punkt bei einem Substitutionsatom. Aber Substitutionsatom wäre doch einfach nur ein anderes für ein... Obwohl, das stimmt, ist soweit korrekt eigentlich. Okay, dann... Ich sollte überprüfen, ob das wirklich alles richtig ist. Ach so. Ich sollte überprüfen, Verdammt. Ob das wirklich das alles ist. Das ist ja hier Trial and Error, aber dabei lernt man tatsächlich was. Irgendwann weiß ich noch, wie man es richtig korrigiert. Okay. Das finde ich. Oh Gott. Fabi kann ich schon mal leiden. Allein das Herz und dann das dritte Rad am Wagen. That's lovely. Das sollte alles sein. Guck mal, irgendwann lernt man es doch. Irgendwann lernt man es doch. Wie nur drei Klausuren. Okay. Aber vielleicht mag er jetzt mit mir reden, der gute Assistent. Hey, schau mal. Nach Vickers ist das Prüfkraft geteilt durch Eindruckoberfläche. Einen Moment bitte. Ich habe mir mal erlaubt, dir etwas unter die Arme zu greifen. Den Stapel Hausaufgaben kannst du von deiner Liste streichen. Unglaublich. Vielen Dank. Hier ist die Hölle los. Ging seit vor ein paar Wochen so ein komischer Typ mit Schnurrbart ankam. Der hat dem Prof eingeredet, er wäre zu schlecht im Golf. Das hat ihm gar nicht gut bekommen. Jetzt hat der Prof sich in den Kopf gesetzt, unbedingt diesen schurkisch reinschauenden Typen schlagen zu wollen. Wenn ich so drüber nachdenke, sah dieser miese Peter dem Professor ganz schön ähnlich. Vielleicht kann ich ihm helfen. Hast du zufällig eine Stange, aus der ich Professor Bonnet einen neuen Golfschläger machen kann? Zufällig ja. Natürlich. Hier, nimm die. Eine davon soll zu gebrauchen sein. Die sind alle genauso lang wie die Schläger des Professors. Nein, nein, nein. Nicht Trennbrüche, Verformungsbrüche. Trennbrüche und Verformungsbrüche. Da habe ich zumindest eine Vorstellung, was das sein soll. Nein, du sollst wieder rausgehen. Rausgehen? Ah. Ich muss eine Zug. Oh Gott, 22%, ja? Das sieht doch gut aus. Grob geschätzt würde ich sagen, 22% länger. Pi mal Daumen. Stange nur noch in einen Golfschläger verwandeln. Ah, da weiß ich doch, wo wir hin müssen. Wir sind gleich wieder da, Herr Professor. Wir müssen nur kurz an Ihre Golftasche. Ich brauche eine Pass... Ja, ja, I know. Hey, das lässt sich ja alles perfekt ineinander stecken. Und es hält bombenfest. Welch ein Zufall. War doch bestimmt das falsche Metall. Rundmaterial X15 Nickel bis 10 RNGJL 350. Okay. Wofür brauche ich denn den? Frau Kobalt, werfen Sie doch bitte einen Blick auf meine Golfschläger. Ja. Hab ich. Hä? Was? Wer stört? Ach so, Frau Dings. Vielen Dank. Formidabel. Jetzt steht mir hoffentlich nichts mehr im Weg. Bestimmt. Ja, oh, zur Seite nur ein Stück. Och nee, par excellence, par excellence. Professor Bonnet, ich muss mit Ihnen sprechen. Frau Palladium, jetzt hören Sie mal her. Für Ihre Problemchen habe ich leider keine Zeit, solange ich diesen Ball nicht in dieses Loch befördern kann. Okay, also offensichtlich war das nicht der richtige Schläger, ja? Ich muss eine Zug... Okay. Ich hoffe, das Material hält das aus. Das sieht doch gut aus. Grob geschätzt würde ich sagen,
22% länger. Jetzt muss ich diese Stange nur noch in einen Golfschläger verpacken. Ich mache die jetzt alle mal länger. Oh, das hat eine... Mist, diese Stange zerreißt viel zu schnell. Eventuell hat der Assistent noch eine Stange für mich. Oh, wie fies. Wie fies. Es ist nicht wirklich... Es geht eher um den Ball. Professor Bonnie, Ihre Probleme. Professor Bonnet. Frau Palladi, für Ihre Problemchen. Ja, nee. Der Magnet ins Loch. Die erfahrenen Gamer mit ihren Tipps. Mit dem richtigen Ball sollte jetzt nichts mehr schief gehen. Oder sollte ich sagen, schief rollen? Okay, aber wie gebe ich ihm jetzt den richtigen Ball? Er braucht ja einen Medaille mit. Professor Bonnet, ich muss mit Ihnen sprechen. Frau Palladium, jetzt hören Sie mal her. Für Ihre Probleme. So, wir brauchen einen Ball. Da waren doch Bälle. Welcher davon ist wohl magnetisch? Ich sollte immer nur eine nehmen, sonst bringe ich die Ordnung durcheinander. Okay, welchen haben wir denn jetzt genommen? Naja, stimmt, in dem Fall war es jetzt noch ordentlich. Was haben wir denn genommen? Metallball mit Kfz-Gitterstruktur. Not so sure if win. Herr Professor, probieren Sie es doch mal mit diesem Ball. Was soll ich denn mit einem unbehandelten Metallball? Die internen Hausregeln schreiben weiße Bälle zum Golfen vor. Gibt es hier Farbe? Habe ich irgendwo Farbe? Ich sollte immer nur eine nehmen, sonst bringe ich die Ordnung durcheinander. Professor, probieren Sie es doch mal mit diesem Ball. Was soll ich denn mit einem unbehandelten Metallball? Die internen Hausregeln schreiben weiße Bälle zum Golfen vor. Ich muss eine Zugprobe. Ja. Aber Leute, das Feeling ist schon, also um das jetzt mal also vom aus der GamerInnen-Perspektive zu sagen, das Feeling ist schon sehr typisches Point-and-Click mit mir. Ich stelle viele Fragen und brauche immer ein bisschen länger, aber es macht ja auch deshalb Spaß. Ich könnte irgendwas damit weiß einfärben. Tippex. Erinnert ihr euch noch an meinen Tweet von vor 2 Wochen, wo ich in meinem Büro an der TH Köln eine Flasche Tippex gefunden hatte, die seit wie vielen Jahren abgelaufen war? Das war bestimmt genau diese Flasche. Darauf würde ich jetzt mal spontan... So einfach macht ihr euch selbst... Oh mein Gott, okay, das finde ich gut. Let's go. Ich wünschte, ich hätte auch so einen schönen Namen, wo man seinen Initialen oder seinen Anfangsnachnamen so auf ein Shirt... Professor, probieren Sie es doch mal mit diesem Ball. Kann ja nicht schaden. Geben Sie mal her, Frau Titan. Titan. Oh, ist er das? Der Schlag des Jahres? Ja! Offensichtlich ist dieses Material magnetisch. Ich meine, gut. Beim ersten Versuch, wie immer. Okay, Ja? Professor Bonnet... Haben Sie jetzt Zeit? Selbstverständlich. Ich habe immer Zeit für meine Studierenden. Jetzt, wo ich weiß, dass ich es diesem Wichtigtuer jederzeit zeigen kann, ist die Solange Welt da ein Magnet unter dem... Dieser überhebliche Typ hatte mir doch sogar einen Glücksbringer dagelassen. Den brauche ich nun wirklich nicht mehr.
Nehmen Sie ihn. Etwas Glück kann Ihnen sicher nicht schaden. Ach, oh, danke. Genau dafür war ich hier. Der Glücksbringer besteht aus Kobalt. Das ist der erste Teil des Schlüssels. Ich sollte mir das irgendwo notieren. Dann noch gut Loch, Herr Professor. Oder wie man sagt. Kobalt. Okay. Let's get back. Aha, so komme ich ein. Ab nach Hause ohne Pause. Die Animation ist die beste. Okay. Kann ich das hier schon eintragen eigentlich? Oder also merkt es sich das dann? Hallo? Wer bist du? Und was machst du an Professor Bonnets Computer? Du solltest mich doch jetzt erkennen. Ich war in der Vergangenheit bei dir. Ich soll etwas für ihn erledigen. Er benötigt eine ganz bestimmte Legierung. Einschmelzen bekomme ich easy hin. Was brauchst du? Mal gucken, ob er sich das fürs nächste Mal merkt. Ansonsten habe ich mir aufgeschrieben. Hallo Chris, Nicole schon wieder. Kannst du mir etwas zusammenmixen? Der Ofen ist schon heiß. Schieß los. Okay. Something broke. I think I broke something. Ja, wissenschaftliche Hilfskräfte werden tatsächlich in jedem Universum in Abstellkammern offensichtlich. Für. I think I broke the game. Wohin? Ah. Okay. Nein, ich habe es gerettet. Halb. Auf geht's, ab geht's. Auf und davon. Du. Okay. Ach, du meine Güte. Uff, als hätte ich zwei Nächte lang nicht geschlafen. Wo bin ich dieses Mal gelandet? Was ist denn hier los? Man sieht vor lauter Kreidestaub ja die Hand vor Augen nicht. Da links, Leute. Düster. Okay. Ein Bücherstapel. Oh, warte, da kommt die Bibliothekarin immer raus. Ganz schön dicke Wälzer. Homo reptilis. Evolutionäre Aufschlüsselung der Spezies Echsenmensch. Am Rande des Wahnsinns. Meine Reise zur Kante der flachen Erde. Ein Gedankenexperiment von Javier Dainu. Mikrochips, Aluminium, Schwermetalle. Javier Dainu! Ein Knoten packt aus. Und dafür wurden Bäume gefällt. Okay, wow. Professor Bonnet? Frau Nickel? Wenn es wirklich Sie sind, kann ich Ihnen vertrauen? Was? Ja, natürlich. Gut, dann beweisen Sie, dass Sie kein Echsenmensch sind. Hä? Aber wie soll ich das denn? Ausreden. Ohne Ellipsometer wird sich das eh nicht nachhaltig klären lassen. Nun gut, helfen Sie mir damit, die Chemtrails loszuwerden, dann weiß ich, dass ich Ihnen vertrauen kann. Die Chemtrails loswerden? Oh mein Gott, ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Die Chemtrails, Frau Nickel. Haha, da gibt mir als Meteorologin der Ohren. Sie sind ja noch da. Alarm. Ja. Also, hoffentlich kann er mir dann mehr über den Typ mit dem Schnurrbart erzählen. Habe ich da Chemtrails gehört? Oh Gott. Ah, Frau Nickel, so kündigen Sie sich doch an. Die Chemtrails belassen Sie auch so wie mich, was? Ja, da hilft nur ein Cloudbuster. Haben wir irgendwas Homöopathisches dagegen? Die nötigen Teile fliegen alle noch irgendwo rum. Leider habe ich alles nach einem supergeheimen Sortiersystem geordnet. Dummerweise ist es so supergeheim, dass ich selbst nicht mehr weiß, wie es geht. Just ask the librarian. Aber kürzlich war so ein gruseliger Typ hier.
ganz in schwarz gekleidet war der. Der hat meine Notizen gestohlen. So muss es gewesen sein. Wissen Sie was? Sie könnten mir doch damit helfen. Also, vorausgesetzt, Sie sind kein Echsenmensch. Sind Sie ein Echsenmensch, Frau Nickel? Okay, ich mache mich dann besser an die Arbeit und baue einen Cloudbuster. Sehr gut, sehr gut. Alufolie. Alufolie ist wichtig. Können wir das? Ein bisschen Alufolie hat noch niemandem geschadet. Absolut, absolut. Ja, auf den Kopf. Außer der Umwelt. Auf den Kopf damit. Cloudbuster. Wunderhübsch. Aber fertig ist er noch nicht. Nee, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir hin. Ist gar kein Problem. Oh, überall ist dieser Kreidestaub. Mist, hier fehlt eine genaue Bezeichnung. Das komische Symbol muss das geheime Sortiersystem des Professors sein. Sekündchen. Alles klar, geheimes Sortiersystem. Reis mit Nüpsel. Nuss. Kreis mit Pfeil. Oh Gott, meine Beschreibungen sind wieder göttlich. Dreieck mit Strich. Hat bestimmt alles sinnvollere Namen, aber... Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das gut. Ist das gut. Das ist so gut. Oh Mann, ist das gut. Ein Globus. Mächtig gewaltig. Ich brauche ein paar Proben zum Testen. Okay, habe ich noch keine. Was hier alles drin ist. Ah. Mal gucken, ob der wissenschaftliche Mitarbeiter noch da ist. Funkenspektrometer. Ich muss hier eine Metallprobe einspannen. Was haben wir denn da? Kalte Probe, markiert mit Dings, markiert mit Dings. Pyramide. Ich muss hier eine Metallprobe einspannen. Aber das sind nicht wirklich Metallproben? Naja, schon. Das Display zeigt 0,42% Kohlenstoff, 1,1% Chrom und 0,22% Molybden. Jetzt kann so schnell, konnte ich ja gar nicht mitschreiben. Aber ich kann es ja jederzeit nochmal reinwerfen. Okay. Das Display zeigt 0,42% Kohlenstoff, 1,1% Chrom und 0,22% Molybden. Molybden? Ah, okay. Das war das. Und das war das Symbol Nuss. Das Display zeigt 0,05% Kohlenstoff, 18,5% Chrom und 10% Nickel. 10% ich? Das Display zeigt 0,17% Kohlenstoff. Was? Das alles? Okay, das ist natürlich ein... Das Display zeigt 0,17% Kohlenstoff. Das ist ja langweilig. Okay, danke. Gut zu wissen. Kann ich eigentlich die Pyramide da reinwerfen? Ich denke nicht, dass das etwas bewirkt. Okay, gut, dann nicht. Aber ich kann die Pyramide bestimmt in Alufolie einwickeln. Das erste Stück aus meiner neuen Kollektion. Der stylische schmückt, schützt und rettet. Oh mein Gott, it's epic. Achso, ich kann es gar nicht anziehen, schade. Das hilft mir sicher bei der Identifikation der Metalle. Ah, okay.
Aber das steht doch da schon. Aber okay, das, also das war doch. Dann hätte ich sie da gar nicht reinwerfen müssen. Warum habe ich sie da reingeworfen, wenn es da steht? Okay. An dem Punkt bin ich irritiert. An dem Punkt bin ich irritiert, Kinders. Okay. Okay, was machen wir jetzt das damit? Das ist beeindruckend dämlich. Agreed. Mächtig gewaltig. Ich brauche ein paar Proben zum Testen. Okay, offensichtlich nicht die. Ich muss hier etwas einsetzen. Huch, aus Versehen rausgeklickt. Ich muss hier etwas... Oh, das passt noch nicht. Okay, schade. Ich dachte, das passt schon. Okay. Oh, da komme ich wieder Hilfestellung. Da muss ich links einlegen. Ach, da unten. Ah! Mächtig. Ich brauche ein paar Proben. Ich brauche ein paar Proben zum Testen. Okay, das ist jetzt wieder meine Gaming-Problematik. So. Ich nehme am besten eine ganze Box. Just go for it, girl. Ich sollte die Proben aus dem Rucksack ins Testfeld einlegen. Okay, okay. Oh, okay. Das hier ist jetzt das da. Und das da ist nicht zu erkennen. Okay. Okay, das bewirkt schon mal nichts. Okay, dann muss ich wohl die da einlegen. Alles bereit. Jetzt muss ich an dem Hebel ziehen. Genau 32 Joule. Ah, that's nice. Okay, wir machen Dinge kaputt. Entschuldigung, da bin ich ein bisschen begeistert. Ich muss den Schlaghammer erst wieder zurücksetzen. Ich muss erst eine... Okay. An der Tafel stand, was ich brauche. Oh, that's good to know. Na, lass mal gucken, Aaron. Dann schauen wir doch mal. Ja, ich sollte nichts kaputt machen, aber ich tat's. Ach, das meinst du? Ja, die Pyramide oben und dann... Ah, das Nussmetall. Nee, oder auch nicht. Vergessen wir das. Das Nussmetall. Hatte ich erwähnt, dass ich Chemie nicht kann? Und, Genau 32 Joule. Auch 32 Joule? Okay. Achso. In dem Fall muss ich sagen, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier tue. Also warum ich es tue. Etwa 77 Joule. Okay. Hatten wir nicht vorhin noch
4. Genau 32 Joule. Was hat es uns jetzt gebracht, die Dinger kaputt zu machen? Außer, dass wir jetzt Zahlen wie 32, 32, 77 und 32 Joule erhalten haben. Davon habe ich bereits ein Exemplar. So soll man den Cloudbuster bauen können. S235JR, S355J2 und 42CRMO4. Ich muss mal gerade auf die Buchstaben gucken. Ich finde, das ist gar nicht so, dass, also, ja, das stimmt absolut. Aber das ist ja gerade das, wofür ich hier antrete. Mal gucken, ob man mit Point-and-Click-Erfahrung das fehlende Wissen kompensieren kann. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht eine erfahrene Gamerin oder ein erfahrener Gamer wird sich da nicht durchzocken können. Also vielleicht ein Aaron schon. So, also ein Aaron, der hier ja auch fleißig mitkommentiert in Twitch, der würde sich ja vielleicht auch durchklicken können ohne die Kenntnisse in Werkstoffkunde. Genau der. Aber bei mir, ich bin zwar Point-and-Click begeistert und habe da viel Spaß dran, aber ich habe dafür nicht die ausreichende Geduld manchmal. Deswegen wird auf meinem Streaming-Kanal auch immer wieder gerne eine meiner Quotes zitiert. Bei mir ist, ich sollte mehr gucken, weniger klicken. Das trifft immer wieder zu. Aber ich schätze mal, dass S355J2 irgendeine wunderbare Systembezeichnung ist. Ich frage mich nur, ob ich sie übersetzt kriege. Und genau das machen wir jetzt. We try if we can beat this game without any knowledge oder just basic skills. Okay, komm her. Also, bei 42CRMO4. Ach komm. Educated guesses. Soll der vorne hin? Ach, die brauchen auch noch eine bestimmte Reihenfolge. Man macht mich ja kirre. Okay, der 42 irgendwas kommt vorne hin. Es ist ein Dreieck, je nachdem, wie ich drehe. Das ist doch, nein.
Bei den anderen ist es ja wirklich nur reingeraten. Ich erzähle euch jetzt nicht, wie ich hier die Educated Guesses mache, ne? Das wäre jetzt ja zu einfach. Ich nehme jetzt das hier mit den zwei Nüdeln und stecke es dahin. Und dann nehme ich das hier mit den. Ach nein. Und dann nehme ich das hier mit dem. Wieso ist das da jetzt noch eins da? Ich dachte, das hätte ich vorne reinge. Okay, gut. Das hier und ich tue es da hin. I will just try this out. Oh mein Gott. Ich denke nicht, dass das etwas bewirkt. Verdammt! Ich bin mir nicht sicher, ob das dorthin gehört. Verflixt. Also man kann das doch nicht bieten, nur mit. Okay, offensichtlich bedeutet das, ich habe was falsch gemacht. Okay. Oh mein Gott, diese arme Frau Nickel, die tut mir so leid. Von Level zu Level wird es auch immer schwieriger, es einfach mit Trial und Error zu versuchen. Ja, wir versuchen uns doch durch Level 2 zu schlagen und dann ist für heute sowieso Feierabend, würde ich sagen. Aber das ist total gut gemacht. Das ist total gut gemacht. Ich bin, I'm very impressed. Also ich packe übrigens hier dieses Dreiecks-Symbolstange rein, weil da S3 steht. That's my educated guess. Und ich nehme hier die mit den zwei Nudeln da hinten rein, weil da S2 steht. Und die mit dem 42 tue ich hier vorne rein, weil da... Okay. Oh, okay. Damn. Ich sollte nichts mehr ändern, sonst funktioniert der nicht. Das war jetzt ein Educated Guess, der funktioniert hat? Das war jetzt nicht wirklich ein Educated Guess, der funktioniert hat. Das war jetzt übelst geraten. Kann ich mir das auf meine Klausur anrechnen lassen? Oh mein Gott. Okay, ich sollte nichts mehr ändern. Ich frage mal Herrn Bonnet. Professor Bonnet. Oh. Ich habe den Cloudbuster fertiggestellt. Ah, ich spüre es. Es hat sofort gewirkt. Vielleicht sollte man hier mal lüften. Erstaunlich. Ein echter Profi-Hypochonder kann sich wohl auch per Fantasie heilen. Dieses nutzlose Gerät scheint wirklich dafür zu sorgen, dass er wieder bei Verstand ist. Hier, nehmen Sie das. Sie hat so ein schmieriger Typ ganz in Schwarz hier gelassen. Ach, und einen Schnurrbart hat er auch. Mit Sicherheit CIA, das erkenne ich sofort. Oder vielleicht auch vom FBI. Oder ein Echsenmensch. Irgendwas davon, ich bin mir ganz sicher. Oder auch nicht. Dankeschön. Das hilft mir hoffentlich, ihn zu finden. Auf dem Zettel steht der Werkstoff, aus dem die Spitze des Cloudbusters ist. Das scheint der zweite Schlüssel zu sein. Ich sollte mir das genauer ansehen. Okay. Episches Kommentar noch vier für zwischendurch. Absolut, funktioniert definitiv genauso gut wie der richtig echte, teure Cloudbuster, den man für viel Geld bei Amazon... Okay, also die Pyramide, aus welchem Material war denn die Pyramide? Ich sollte nichts mehr ändern, sonst... Verdammt. Funktioniert der nicht mehr. Okay. Hier, eine Notiz. Auf dem Zettel steht der Werkstoff, aus dem die Spitze des Cloudbusters ist. Das scheint... Hier steht... Ah. Nickel! Mann, ist das Spiel witzig. Ich bin sehr I'm begeistert. Okay. Dann kann ich ja eigentlich zurückgehen. Also ich habe ja Nickel, ne? Mehr muss ich hier nicht machen, aber ich würde tatsächlich gerne...
Nein, Sie möchten den Abendhut nicht? Damit kann ich gleich viel klarer denken. Ha! Vieh ist gleich. Aha. Brauche ich das noch für irgendwas? Wahrscheinlich nicht, aber witzig. Let's go! Mal sehen. CD, User, Bonnet, Desktop. Start, Portal.exe. Mit diesem Portal komme ich zurück in meine Dimension. Let's get back! Ab nach Hause ohne Pause. Wohin? Abgefahren. Ich glaube nicht, dass wir den dritten Level noch schaffen, aber tatsächlich 20% durchgespielt. Haben wir 20% durchgespielt? Ich habe 2 von 10 Rätseln gelöst. Ja, wow. Ich finde, ich gebe mich damit für heute zufrieden. Ah, wow. Das ist total nice. Und ich kann bestätigen, dass man sich, glaube ich, nur durch Gaming-Erfahrung dann nicht so einfach durchklicken kann. Man bekommt zu Recht dafür Punkte auf die Klausur angerechnet. Absolut. Das ist nicht Trial and Error, glaube ich, vor allem nicht, wenn es höher wird. Also ohne die Hilfe aus dem Chat hätte ich das jetzt nicht durchgebracht. Und genau, das ist natürlich nicht in einer Klausur möglich. Das ist definitiv nicht in einer Klausur möglich. So. Ja, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank fürs Testen lassen und zeigen lassen. Ich fand das klasse und wirklich nochmal Glückwunsch für den Preis. Und wenn ich das jetzt lese, das spielen wir nicht, also ich spiele das hier nicht fertig. Wenn jemand anders von euch das streamen und spielen will, bitte macht das. Ich weiß ja nicht, ob wir hier nicht Zuschauer haben, die ein bisschen mehr Werkstoff-Chemie-Erfahrung, Wissen haben und das gerne mal durchspielen wollen. Also das wäre natürlich genial, wenn da sich jemand finden würde, der das gerne streamen würde. Das würden wir hier natürlich auf dem Kanal sofort hosten. Also das, we would do that, definitely. Ah, super. Aaron hat auch nochmal die Webseite eingestellt in den Chat. Schaut doch da vorbei, schaut euch die Sachen an. Lasst euch inspirieren, das ist ja echt super schön gemacht. Ich werde mal gucken, ob wir jetzt noch jemanden finden. Das ist jetzt hier Twitch-spezifisch. Das ist für die YouTube-Zuschauenden vielleicht nicht ganz so vordersichtlich, auf dem wir raiden können. Also das heißt, wo wir jetzt unsere Zuschauenden hinlenken können, nachdem wir hier fertig sind. Ich schaue mal, ob in Wissenschaft und Technik was los ist, ob jemand was am Basteln oder Machen ist. Oh, tut es doch. Heieiei. Mache ich da doch nochmal weiter? Ich weiß es nicht. Ich gucke vielleicht mal ohne Stream rein. So, lass mal gucken, ob in Wissenschaft und Technik was los ist. So, haben wir hier Leute, die was Schönes streamen und basteln. Quatschen, reparieren und eventuell zocken, finde ich ja immer ein gutes Maß. Lötrauchabsauge, Gehäuse in CAD basteln. Oh, okay, ein Cut. Das ist natürlich, okay, das ist nicht schlecht. Oh, jemand, Montagevideo Saturn 5. Wow. Natürlich viel Game Development. Maker Moves Motor Malicious. Okay. Wow. Da ist es ist so viel los um die Uhrzeit. Wir sind ja sonst immer bei Zeiten,
Wie, jetzt? Heißt das jetzt? Wenn das jetzt heißt, einfach sagen. Ich kann es nochmal anmachen. Es läuft ja noch. Ich kann das gerne nochmal anmachen. Was haben wir hier denn so? Oh Gott, hier ist so viel los. Um die Uhrzeit ist noch so viel los. Das ist unglaublich. Ah, Stegnitz Astro ist auch wieder unterwegs. Und macht wieder Astrologie. Ach Gott, der wird oh mein Gott, wie viel ist denn hier um die Uhrzeit? Ich bin völlig überwältigt, wie viel Wissenschaft und Technik dann um die Uhrzeit doch los ist. Wahnsinn. Ist ja richtig gut. Wir sind immer so spät dran, sonst mit Forschungsstrom, ne? Okay, aber ich gehe, glaube ich, mal an den Anfang. Würde mal, weil es so schön passt, hier rüber gehen. Das ist allerdings schon ein sehr voller Stream. Also von daher werden wir da nicht so sehr auffallen. Gut. Also für alle, die jetzt auf Twitch unterwegs sind, ihr könnt gerne mitkommen zu Chris Figge, der was designt. Für alle anderen, die auf YouTube unterwegs sind, ja, ihr könnt einfach ausschalten und euch zurücklehnen und was anderes gucken. Ich war sehr begeistert, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgespielt habt, mitgeraten habt, vor allem mitgeraten, sehr wichtig. Und ich wünsche euch ja, einen wunderbaren Abend, frühen Abend, viel zu früh für meine Verhältnisse. Ich werde noch was machen. Und wir sehen uns demnächst. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und bis bald. Tschüss.